Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy V auf dem Hierio-Berg oder Stadt der Hierio. Ich habe mich mal kurz ausgeruht, habe wieder volle MP und bin drauf gekommen. Die Double Magic Ability kostet sehr viel MP. Dafür ist sie aber geil, Leute, oder? Sie ist richtig geil, sie geht's richtig ab. So, jetzt geht's weiter hier. Werden wir überhaupt etwas finden, dann wieder den Hierio retten können, weil er ist ja krank im Schloss von Galuf. Ich habe im letzten Part einen Sam bekommen, einen optionalen, nämlich, das war Golem. Und jetzt mache ich mal Observe als Ability, dass wir das mal auch sehen. So, Aqua Wake! Ja, haut nur rein, ihr bekommt's gleich zurück, ihr miese Katzen! Aqua Wake! War es irgendwie nachher dran? Wie lange dauert denn das Observe? Das ist ganz schön lange. Ich bin gewohnt, dass Observe überhaupt nicht dauert. Okay, jetzt kommt aber gleich ein böser Kampf, da werde ich schlecht, wenn ich einen zweiten Blue hätte. So, oder ein Darkness oder. Na, passt so. Passt so, passt so, passt so. 11 KP angelegt und fertig! Ah! Woher soll ich denn wissen, dass noch ein Gegner kommt, hey? Woher soll ich das wissen, Leute? Emission! Boah! Bartz kann Feuer speien! Und Galuf kann es auch! Und Bone, ach, das ist eine böse Ability von den Drachen oder was auch immer sie sind. Macht einen Charakter zu einem einstelligen HP-Wert. Sehr böse, Leute. Sehr böse. So, jetzt gehen wir hier raus. Double Magic! Feuer 2! Wow! Feuer 2, hau so richtig rein! Auf die Bone Dragons. Die sind ganz schön böse mit ihrer Knochenwerfer. Ja, Knochenwerfer! Knochenwerfer! Boah! 800 Schaden. Ah, ich wollte jetzt gerade Weitwind machen. Aber naja. Dafür haben wir einen Jobwechsel angesetzt jetzt. Jobwechsel weiß. Immer ganz schnell heilen. Weil die Musik hier gefällt mir, Leute, am Berg oben. Die ist richtig nice. Das andere sagt, hat einen anderen Musikgeschmack. Wie immer halt, ne? So, das Dancing Messer, das brauchst du nicht, Galuf, das braucht wer anderer. So. Und Galuf ist jetzt noch immer untot mit seiner Bone-Rüstung. Ja, die habe ich letztes Mal auch bekommen. Das ist Hierio-Pflanze! Schaut, Hierio-Pflanze! Es gibt sie doch in dieser Welt. Und was? Was zum. Ah! Hilfe! Oh mein Gott, was ist da los? Bartz und Galuf, dann sind sie einfach mal auf die Seite. Was ist mit der Pflanze los? Was? Die Hierio-Pflanze! Greift Leute an! Also ist das jetzt ein Monster? Eine Monsterpflanze! Ist das, warum Hierio von Aussterben bedroht sind? Weil ihr Essen einfach mal Monster ist? Das Essen wird zum Monster. Aha. Oder die Pflanze. Und die Pflanzenmonster greift uns jetzt an, Leute! Und die ist ziemlich böse drauf. Also, Aquarik! Auf alles! Oh ja, die ist ziemlich böse. So, Magic Sword Bio, bitte sehr, Galuf. Ich brauche ein magisches Schwert mit Bio. Und jetzt Double Magic! Bio! Bio, Double Magic! Die Hierio-Pflanze hat eigentlich nicht wirklich eine Schwäche. Darum greife ich elementlos an. Mit Bio. Und jetzt kommt Golem mal, den brauche ich. Und, Ifrit! Golem, damit ich eine Schutzhalle vor physischen Attacken. Das für eine Zeit lang, je nachdem wie er mich abzieht. Und jetzt Höllenfeuer, Ifrit! 50 Schaden. What the fuck? Das heißt, er hat eine Schutz vor Feuer. Das ist wirklich sehr wenig Schaden gewesen. So, Aqua Ray kostet sehr viel MP auf Dauer. Ich habe sehr viele MP-Probleme schon wieder mal. So, und jetzt Attacke Galuf, bam! Mit Biosword. Haut allerdings nicht so stark rein. So, das ist da. Schwarzmagie mit Bio viel besser. Yeah! 900 Schaden, nochmal! Yeah! 900 Schaden! So, Leute, was hast du denn? Ein Eisstab? Nein, leg ich mal kurz zur Hand ab und wir haben das Tanzmesser. Und jetzt greifen wir an damit. Das Tanzmesser hat dir jetzt MP abgezogen. Das Tanzmesser hat mehrere Abilities. Moment. Ich hatte jetzt kurz einen Hustenanfall, Leute. Sorry. Also, das Tanzmesser kann entweder fünffachen Schaden machen. Kein Scherz, Leute. Oder es kann MP abziehen, oder es kann Leben abziehen, oder es kann konfus machen. Und
das ist die Ability von dem Dancing Mess. Also, man kann schon denken, es ist ein bisschen kacke, alles ein bisschen Wahrscheinlichkeit und so, ne? Aber öfters kommt das, was man eigentlich braucht vom Messler her. Und jetzt macht man hier mal zusammen! Titan! Und Titan! Titan! Mach mal Goblin Punch, mal schauen, was das passt. Goblin Punch! Und wow, Titan haut so richtig rein! Dann hat er sogar eine Bodenschwäche. Goblin Punch! 400 Schaden! Hey! Nicht übertreiben hier! Nicht übertreiben in Schaden hier! Bam! Goblin Punch haut rein, das heißt, irgendwas ist wieder mal gleich vom Wert her. So! Double Magic Bio! Geh endlich sterben, du Monsterpflanze! Bio! Monsterpflanze und Todesse! 10 Belebungspunkte, ein Elixier bekomme ich und eine Phoenix Feder. Yeah! Die hier Pflanze, sie wird wieder normal! Schaut! Lass uns zurücktragen zum Schloss! Jo, gerne! Wir erhalten die Herio-Pflanze! Yeah, Party! Geilo! So Leute, damit man nicht aus dem Dungeon rennen muss, mache ich hier kurz den Zeitmagier. Und der Zeitmagier kann geile Zeitmagie wirken. Unter anderem Speed, alles läuft schwerer. Slow ist Alex ein Gegner verlangsamen. Regener, müsste eigentlich klar sein, regeneriert Leben. Null ist, jede Magie ist wirkungslos. Fast ist sowas wie Slow, nur halt für einen Charakter. Das hier haben wir noch nicht. Dann haben wir hier Demi, ist ein Viertel Schaden von der derzeitigen HP an Gegner oder an sich selbst, je nachdem. Stopp ist klar, glaube ich. Exit ist aus dem Dungeon rausrennen. Komet ist unelementarer Schaden. Slow 2 ist die Erweiterung von Slow, also auf alle. Und Return! So, jetzt machen wir aber hier mal Exit! Ich will hier raus hier! Raus hier, raus hier, raus hier! Der Zeitmarker sieht irgendwie geil aus. So, jetzt bin ich nicht ganz fertig. Also, Summoner, du bist weiter dran mit Double Magic. So, wieder geile Musik. Yeah. Wir haben die Herio-Pflanze, Leute. Können wir jetzt den Herio retten? Ist das noch rettbar? So schnell zurück ins Schloss wie möglich. Wir wollen ihn retten. Ja, wir wollen ihn retten und macht gerade mal kritischen Schaden. Ja. 400 Schaden. Blumagie bitte. Aqua Break. Ja, haut mich nur zu, hey. Haut mich nur zu. Da werdet ihr gleich auf eure Kosten kommen, Leute. Moment, das machen wir so. Bam. Bam. Blitz. Und nochmal. Bam. Tod. Richtig geil hier, was hier abgeht. So, Leute. Jetzt aber hier entlang. Wir durch den Ort der Wölfe. Whoopsa. Ich habe leider keinen Frosch mit für den sagte, ich will einen Frosch haben. Hab keinen Frosch. Ich hab keinen Frosch. Wenn ich schon mal da bin, kann ich mich eine kurze Zeit hier ausruhen. Für 60 Gil. Das geht ja noch vom Preis her. Eine Runde ausruhen. HP und MP Regeneration zu vollen 100%. An die ganze Gruppe. Yeah! Ratsby. Und auch gewacht wieder. Yeah! Hi. Setzt euch hierher und ich werde euch etwas von den Kelps Ort Spezialität geben. Okay, bitte sehr. Also Moment, hierher. So, wir bekommen eine Spezialität. Bitte sehr. Kluck, kluck, kluck. Ja, schmeckt gut. Geil. Und hier kann man sich auch regenerieren, aber ist nur mal Nebensache. Und das ist euer Nachtisch, könnte man sagen. Ein Nachtisch, 8 Potions. Naja, Potions sind für mich jetzt eigentlich schon wertlos. Die normalen Potions. Die High Potions kann ich noch gebrauchen. Aber die normalen Potions, die kann ich jetzt schon vergessen. Ich verkaufe die eher sogar. Schauen wir mal. Trill brauche ich noch. Blunthead brauche ich noch. Was sind denn die? Ach, egal. Wenn sie nichts brauchen, werde ich sie nicht einsetzen. Von daher passt das schon. So, jetzt mal raus hier. Haben wir auch ein bisschen getrunken? Getrunken. Zurück zu Galuf-Schloss. Wir müssen den Herio retten. So schnell es geht. Natürlich kommen wir auch wieder Gegner. Ach man, wegen einem Gegner regt ihr euch auf, Leute. Komm her, aim! Damit ich hier alles treffe und draufhauen und der ist tot. So. Und wie versprochen will ich jetzt euch wirklich die Ability Observe zeigen. Die eigentlich nichts Gutes macht eigentlich. Ich glaube, es kommt sicher noch ein Gegner. Wenn nicht, dann werde ich einen herholen.
Irgendwie typisch, oder? So, alle. Dann machen wir mal. Preemptive Attack. Und jetzt nenne ich den Observe. 1000 HP. 1000 HP. Wird nur angezeigt, wie viel HP diese Gegner haben. Welche Schwäche sie haben oder so. Steht nicht da. Nur wie viel HP. Mehr ist das nicht. Es hat eigentlich auch keine Animation, was ich schade finde. Außer, dass er, dass der Bart ein bisschen nach vorne geht. Aber das war's dann auch schon. Bam! Double Magic! Yeah! Bam! Yeah! 700 Schaden! Ja, das ist, weil Lennart den Eisstab hat. Da machst du mit Eisschaden viel mehr Schaden. Solle! Haben wir mal Observe auch gesehen als Ability. Haben wir irgendwas noch nicht gesehen? Das Bild apart wie schon Escape. Das ist sowas wie Weglaufen. Nur, dass man so, nicht L und R drücken braucht, sondern wegläuft. Chaka haben wir gesehen, Smoke, glaube ich, auch Image, Throw. Ich glaube, ich habe euch zurzeit alles gezeigt, also habe ich wieder Blue hinein. Die Blaumagie für Bart und die traurige Musik. So, ich sehe gerade, ich habe noch eine Silber-Ausrüstung als Accessoire. Die kann ich verkaufen, die ist nutzlos jetzt schon. So, willkommen zurück in Castle Ball und... Die haben die Tür zugemacht. Ja, hinter uns haben sie ja die Tür zugemacht, weil letztes Mal hatte was. Wir sind zurück! Öffnet die Türen! Ihr seid von XDev die Vasallen! Ihr könnt uns nicht betrügen! Schau mal durchs Schlüsselloch, Leute, wer vor der Tür steht, aber... lass mal das. Sieht so aus, hätten wir keine Wahl. Folgt mir! Okay, Garluf. Huch! Springt einfach mal so ins Wasser! Tja, worauf wartet ihr? Ja. Platsch! Und jetzt du, Lena! Yeah! Und jetzt du, Bart! Hinein ins Wasser! Komm schon, Bart! Ja, platsch! So, und jetzt kann man hier ein bisschen rumgehen im Wasser. Yeah! Wasserplatschen! Die Musik ist nice. Hier geht's eigentlich nur ein Weg, Leute, nämlich zu diesen Schaltern. Den anderen geht's nicht, da muss man drücken. Wow, wow. Und dann kommt man woanders hin. Wahnsinn! Du, unter das Schloss durch. Und hierher, Leute. Ins Schwimmbecken vom Schloss. Yeah, gehen wir unten schwimmen. Und da sind wir wieder in Garluf Schloss. Hallo! Tut uns leid, wir waren nur vorsichtig. Ist okay. Tja, jetzt, wir können... bestätigen, dass ihr König Garluf seid. Bitte geht wieder durch das Tor, wenn ihr wollt. Ja, das Tor ist ab jetzt wieder offen, Leute. So, schnell zum Here, Leute. Da haue ich sogar die Ability Dash hinein. Dash. So, damit wir hier schneller rein können. Der Rest ist jetzt egal. Dash! Woo! Wir müssen schnell den Here retten. So schnell wie möglich. So schnell wie möglich, habe ich gesagt. So, egal, ob man rechts oder links geht, so. Map, map. Wir müssen schnell Here retten und... Moment. Ich sehe gerade, Sarah liegt im Bett. Was ist an Sarah? Sie sagt, ihr Kopf tut ihr weh. Bitte, schnell. Die habe ich jetzt vollkommen übersehen, weil ich einfach mal so auf den Hero verwehrt war. Aber, Sarah, was ist mit dir los? Sarah, Großvater. Bist du in Ordnung? Er ruft uns. Er? Wer? Sprich nicht, Sarah. Du bist krank. Bitte ruhig aus. Er ruft uns! Guido! Er ruft uns! Guido? Guido? Wer? Schnell! Guido spricht mit Guido! Wer ist Guido? Wer ist dieser Guido, über den sie spricht? Er ist ein Magier, der seit 700 Jahren lebt! Er ist derjenige, der vorausgesagt hat, dass die Kristalle irgendwann in der Welt zersplittert werden, zerschmettert, zerstört, such's dir aus. 700 Jahre ist eine lange Zeit, Leute. Und er ruft nach uns? Ja, es gibt wahrscheinlich Neuigkeiten zu XDev und wen wir ihn besiegen können. Oh, es klingt interessant, da sollten wir hingehen. Sarah, du sollst bitte dich ausruhen. Wir werden mit Guido treffen. Halte durch. Aber ihr werdet den Hiri brauchen. Ist okay. Wir haben etwas Hero-Pflanze gebracht. Wirklich? Der Hero ist auf der Spitze des Turms. Ja, das wissen wir, glaube ich, sogar. Kommt ihr mit mir? Natürlich! Wir verlassen dich nicht mehr so schnell, Garluf. Let's go! Aber wo ist der Guido? Nordöstlich von Hero Valley. Es ist eine kleine Insel.
nordöstlich dieses Kontinents. Eine kleine Insel, ah. Okay, na dann. Let's go. Kupo, lass mich vorbei. Jetzt geht's hinauf zum Hirio. Wir müssen schnell heilen. Schnell, 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 schneller. Hier ist er. Und Lena kümmert sich schon mal darüber. Diesmal knallhart vorne. Obwohl ich nichts getan habe. Bitte sehr. Hier hat das Hirio-Pflanze. Aber der Hirio... Mag nicht. Es ist wegen dem Gras. Der Hirio hat Extinct? Moment. Der Hirio vertraut es nicht mehr. Er hat Angst vor dem Gras. Ja klar, wenn das Gras angegriffen hat, die Pflanze böse war, dann will ich es auch nicht mehr essen. Aber er muss es essen. Hier, bitte, schnell. Wir müssen ihn zum Essen bringen, oder der Hirio wird sterben. Na dann. Lena macht ihren Job. Es ist sicher, bitte. Schau, wie ich es esse. Krap, krap, krap. Lena, was machst du da? Lena, die Hirio-Pflanze ist extrem giftig für Menschen. Oh mein Gott. Komm schon, iss es auf. Ich hab's vorgegessen. Ist nicht giftig. Und der Hirio isst es jetzt sogar. Und der Hirio ist jetzt vollständig geheilt durch die Hirio-Pflanze. Aber was ist mit Lena? Die hat ja die Hirio-Pflanze auch ein bisschen gegessen und das ist sehr giftig, hat's geheißen. Guter Junge. Und... Oh, Batsch! Lena! Sieht nicht gut aus. Und da kommt Sarah mit ihren Kopfschmerzen. Lena! Bitte trink das! Wahrscheinlich ein Gegengift oder so. Lena! Die macht Sachen. Lena, bist du okay? Ja, danke, Sarah. Du bist verrückt, Lena. Ja, sie wollte eigentlich nur Hirio helfen, aber das war wirklich eine sehr crazy Aktion, muss ich zugeben. Wirklich, du bist wirklich verrückt. Tut mir leid, aber so bin ich nochmal drauf. Ja, voll verrückt. Sarah, bist du auch okay? Mir geht's gut. Und ich das Gefühl... Batsch! Das war jetzt sowas von klar. Sarah! Irgendwie übertreiben sie alle. Oh, derbe. Es geht mir gut. Pff, jeder tut es übertreiben. Ja, Batsch, da hast du recht. Jeder übertreibt es hier mal. Jeder sagt, es geht ihm gut, dabei geht's ihm gar nicht gut. Aber jetzt musst du dich ausruhen. Jawohl, sehr! Yes, sehr! Sarah, danke dir. Ja, Sir! Nein, nein, nein! Ich muss mich dir bedanken, weil du den Hirio gerettet hast! Danke dir! Danke! Thank you! Thank you! Du bleibst im Bett! Jawohl, Sir! Aber ihr solltet auch aufpassen auf euch! Machen wir! Na dann! Jetzt haben wir den Hirio gerettet und jetzt geht's zu Guido aus seinem Platz! Guido, wir kommen! Let's go! Wir mit dem Hirio fliegen, aber nicht aus der anderen Welt, sondern das ist ein anderer Hirio in dieser Welt. Yeah! Und Lena sitzt mal ganz vorne wieder mal. So, dann tschüss, Sarah. Und ruh dich gut aus, bitte sehr. Tschüss! Na dann, man sieht sich vielleicht mal wieder. So, Leute, und jetzt können wir wieder herumfliegen! Yeah! Wieder in der ersten Welt! Party! Geilo! Nice! Juhu! Macht Fun! Doch bevor ich hier weiterfliege, mal kurz landen, speichern und gleich zum nächsten Part beginnen. Ihr kennt mich, Leute! Wer mich jetzt wirklich kennt, der weiß, was ich jetzt mache gleich. Upsa, Elfkappe anlegen. Du hast schon Blue, ja, passt. Also wer jetzt nicht weiß, was ich vorhabe, der hat einen bestimmten Part nicht gesehen. Ich glaube, das war im letzten Part oder vorletzten Part, egal. Sole. Sole. Willkommen zurück, Leute, bei Level 5 Top Masterplan. Ich werde jetzt wieder hinuntergehen und wieder eine Runde Mastern einlegen, weil das brauche ich hier noch. Ich brauche hier noch ein paar Jobs gemastert.
Yeah! Gleich hier, wir waren hier schon mal, Leute. Oh ja, ha. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier wieder mal Master of Disaster spiele! Yeeha! Ich mach das so gerne, Leute. Ich mach das so gerne, ja. Obwohl, es gibt einen besseren Platz, da mache ich rausgehen, aber ich mastere mindestens immer zwei Jobs, bevor ich in der Story hier weitergehe. Und dann mache ich eine Pause für lange Zeit, also. Das ist das letzte Mal jetzt die Masterrunde. Das letzte Mal für euch. Erst viel später kommt wieder eine. Also, wir sehen uns gleich wieder. Lena erreicht zusammen Level 2 und Faris erreicht Schwarz Level 3. Jo, das geht relativ schnell eigentlich. Also, das müsste eigentlich klar sein langsam, Leute. Summon Level 2 ist das hier, Shiva, Ramu, Ifrit. Summon Level 3, Titan, Golem, Fragezeichen. Level 4, Level 5, Level 5. Und für Schwarzmarke müsste es auch langsam klar sein, dass das hier Level 3 und das Level 4, Level 5, Level 6 ist. Also, Leute. Es geht hier weiter! Len erreicht Summon Level 3! Yeah! Braucht schon 60 Ability-Punkte. Läuft, läuft, läuft! Und Faris erreicht Black Level 4! Es geht ratzefatze hier, oder? Und Golf erreicht Magic Sword Level 6! Das ist seine Master Ability, Leute. Und Bas erreicht 4 Attack! Oh yeah, Party! Das ist eine richtig geile Ability, Leute! Oh yeah! Somit habe ich wieder zwei Master, den mystischen Ritter und den Hunter. Es hat nicht mal lange gedauert, Leute. Also, kürzer wie mit dem Rotmagier. Na, Rotmagier ist einfach nur crazy. So, Leute, somit habe ich Ninja und mystischer Ritter gemastert. Jetzt kommt Galuf mal als etwas Interessantes. Nämlich mal als Trainer, den brauche ich hier noch. Beziehungsweise eine Ability davon. Schau, ich könnte hier den Trainer mit Magic Sword machen, allerdings ein bisschen sinnfrei. Also mache ich mit, was ist am besten gegen für den, mit Wall. Ist nicht das Beste. Es gibt fast nichts Besseres eigentlich, so. Weil der Trainer, der hat gute Rüstung und hat eigentlich, er greift eigentlich mit Peitschen an, aber die sind nicht wirklich gut, die Peitschen. Mit denen kann ich nichts anfangen, also lasse ich das mal lieber. Hat gute Ausrüstung und ist sogar untot. Und der Trainer hat eine lustige Ability von vorherein, nämlich Catch. Das werde ich euch im nächsten Part zeigen. Und Bas hat jetzt den Master Hunter und den Master Ninja. Eine richtig geile Kombination, Leute. Und der Master Hunter hat 4 Attack. Das ist eine richtig geile Ability. Darum mache ich jetzt Bas zum Samurai. Und der hat von Anfang an Giltos. Was das ist, next Part, Leute. Wir haben in diesem Pass fast keine Zeit mehr. Also, ein Samurai mit 4 Attack. Eine sehr, sehr, habe ich schon sehr gesagt, geile Ability. Oh yeah, ich liebe sie ja fast schon. So, dale. Im nächsten Part sehen wir uns wieder. Da erkläre ich auch einiges wieder. Und wir sehen uns, Moment, bei diesem Speicherpunkt dann wieder, Leute. Ich hoffe, dieses Part hat euch wieder gefallen. Schaltet nächstes Part wieder ein, da fliegen wir mit Hiryu zum Guido, was er von uns will. Ja, mal sehen, und ob du was gegen XDef weiß. Wir werden es hören. Bis nächstes Part und tschüss!